liebe Studentinnen und Studenten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von außerhalb, heute geht es weiter mit den Boviden, also letztendlich den Rinderverwandten. Und wir hatten uns ja beim letzten Mal kurz über die beiden Wildrinderarten in Mitteleuropa unterhalten, von der eigentlich nur noch eine als Wildrinderart vorhanden ist, die andere ist ausgestorben. Wir kommen jetzt zu den Wildziegen, die letztendlich auch zu den Rinderartigen, zu den Boviden gehören. Und da fangen wir mal an mit dem Steinwild. Das Steinwild ist eine, wie gerade gesagt, Wildziegenart, ist eine Art des Hochgebirges, der hochmontanen Lagen und kommt in weiten Teilen Eurasiens vor, also Europa, die Gebirge Europas, asiatische Gebirge und auch im nördlichen Afrika. Wir unterscheiden ungefähr 18 Unterarten. Wie schon mehrfach erwähnt, die Unterarten sind eine Kategorie, die jetzt nicht wirklich operational ist, über die man jetzt nicht wirklich eine Aussage treffen kann, wie sehr unterscheiden die sich voneinander, wie ähnlich sind die sich beispielsweise. Das ist eine eher anthropozentrische Einordnung, die natürlich auch auf biologischen Merkmalen fußt. Diese 18 Unterarten, dazu gehört zum Beispiel das Alpensteinwild, Capra ibex ibex, über das wir uns nachher noch ein bisschen näher unterhalten werden. Dazu gehören aber auch beispielsweise Unterarten wie die Birzoa-Ziege, die sogenannte kretische Wildziege. Im Kaukasus gibt es Steinwild in den Hochgebirgen Asiens, gerade Zentralasiens, im Pamir, um das Pamirbecken herum lebt Steinwild. Und das abessinische Steinwild ist vielleicht noch zu erwähnen am Rande in Äthiopien, in den äthiopischen Gebirgen. Und es gibt, wie gesagt, zahlreiche Unterarten mehr, die wir jetzt hier aber nicht weiter vertiefen wollen. Wie schon gesagt, eine Art der Hochgebirge, und zwar der felsigen Regionen der Hochgebirge. Steinwild lebt oberhalb der Waldgrenze typischerweise. Gelegentlich kommt es auch mal in die Waldzone runter, aber es lebt dort eigentlich nicht dauerhaft. Allenfalls im Winter ist es dort hier und da mal anzutreffen. Anders als beim Gamswild, über das werden wir uns noch unterhalten, da gibt es durchaus Teilpopulationen oder sogar Ökotypen, die längerfristig im Wald leben. Beim Steinwild ist das nicht der Fall, da ist nur die Ausnahme und jahreszeitlich bedingt. Es hält sich typischerweise in den Hochlagen in den wärmeren Teilen auf, also an den Südhängen. In heißen Sommern findet man Steinwild aber auch mal an den Nordhängen. Für diesen Lebensraum ist die Art extrem gut angepasst. Sie kann mit ihren sehr weichen, ja fast gummiartigen Schalen extrem gut klettern. Ich will hier ganz kurz mal auf ein Video zugreifen, wo wir dieses Phänomen sehr schön sehen können. Das ist eine Staumauer und in dieser Staumauer lebt oder verbringt Steinwild viele Stunden des Tages. Also in dieser fast senkrechten Wand können die sich extrem gut bewegen und entsprechend auch in der Nahrung aufnehmen. Oder hier werden sie vermutlich eher Salze ablecken, die aus dem Beton dieser Staumauer letztendlich ausgewaschen werden. Und diese Salze sind für Wildtiere immer sehr interessant und wir können deshalb auch hier dieses Phänomen sehr schön beobachten. Es soll einfach nur ein bisschen verdeutlichen, wie extrem gut diese Tiere klettern können, in welchen steilen Lagen sie sich bewegen können. Hier sieht man das mal sehr schön. Das nur mal als Beispiel. Sie können das sich auch mal selbst anschauen. Die beiden Links, wo Sie sowas finden, habe ich hier auch auf der Folie draufstehen. Das zeigt also hier ganz typisch die extreme Anpassung an einen extremen Lebensraum. Ein paar Verhaltensbesonderheiten sollten noch erwähnt werden hier am Rande. Die Geschlechter, Männchen und Weibchen, also Böcke und Geißen, leben die meiste Zeit des Jahres voneinander getrennt in eigenen Verbänden, also in Steinbockrudeln, in Steingeißrudeln oder auch solitär oder zu zweit manchmal. Und nur in der
Brunftzeit letztendlich, also einen Monat im Jahr, stehen diese beiden Gruppen oder die beiden Geschlechter beisammen. Was auch eine ganz wichtige Tatsache ist, über die wir nachher nochmal sprechen beim Thema Management, die Tiere haben in ihrem hochalpinen Lebensraum eine sehr geringe Fluchtdistanz. Man sieht das hier auf diesem Foto, als Wanderer, als Tourist, als Bergsteiger kann man sich auf 10, 15 Meter diesen Tieren nähern, ohne dass sie flüchten. Und erst dann fangen sie an, langsam in Bewegung zu geraten und sich zu verziehen. Das hat natürlich genau mit der Tatsache des extremen Lebensraums zu tun. In diesem hochalpinen Bereich finden wir kaum Prädatoren. Für die Kitze ist der Steinadler sicherlich ein Problem. Wölfe gehen sicherlich auch sehr weit mit ihren Beutetieren in die Höhe, aber im Steinwild ist dann irgendwann auch mal eine Grenze erreicht. Das gleiche gilt für Bären. Das heißt also, die Tiere sind im Grunde keine bodengebundenen natürlichen Prädatoren gewohnt und dadurch haben die sich auch nie eine größere Fluchtdistanz in der Evolution zugelegt. Das war allerdings, da kommen wir wie gesagt gleich nochmal drauf, auch fatal, weil sie dadurch im Grunde auch nahe an die Ausrottung gelangt sind, gerade im Alpenraum. Gerade habe ich es erwähnt, die Fortpflanzungszeit, etwa ein Monat, die Brunftzeit von Dezember bis Januar. Das ist auch ganz interessant, weil in dieser Fortpflanzungszeit, das fällt ja nun in eine der unwirtlichsten Perioden des Jahres und das im Hochgebirge, das heißt, da gehört schon was zu, hier nochmal wirklich diese Energie aufzuwenden, um dann nochmal zum Beispiel diese Kämpfe um weibliche Tiere bei den Böcken überstehen zu lassen. Das heißt, es ist hier auch hier eine extreme Anpassung an diese hohen berglichen Berglagen und an die extremen Klimabedingungen dort. In der Brunftzeit, das kennen Sie vielleicht auch von Ziegen und Ziegenböcken, riechen die relativ streng. Das heißt, der typische Brunftgeruch, der durch das Subkaudalorgan letztendlich hervorgerufen wird durch die entsprechenden Sekrete, der ist bezeichnend für die Art. Die erwähnten Kämpfe unter den Böcken, Rivalenkämpfe, hatte ich gerade schon angesprochen. Die Tiere tragen danach 21 Wochen und es wird dann typischerweise ein Kitz zur Welt gebracht, seltener auch zwei. Also wir haben es hier auch eher wieder mit einem relativen K-Strategen zu tun, also einer Tierart, die eher langlebig ist, wenige Nachkommen hat und nicht auf ihr großes Reproduktionspotenzial setzen kann. Das ist natürlich auch irgendwo logisch und nachvollziehbar, weil dieses Steinkitz klettert praktisch der Mutter hinterher und es ist in so einem Lebensraum sicherlich keine Freude, allein schon auf eins von diesen Kitzen irgendwie aufzupassen, geschweige denn auf zwei. Sie sind also Nestflüchter, wie gesagt, klettern der Mutter sofort hinterher. Die Kitze werden bis in den Herbst hinein des Jahres der Geburt gesäugt, bleiben aber dann relativ lange noch bei der Mutter, brauchen also einige Zeit, bis sie auch entsprechende Verhaltensweisen gelernt haben, werden erst relativ spät im vierten Lebensjahr geschlechtsreif. Das sind alles Hinweise darauf, dass wir mit einem relativen K-Strategen zu tun haben, also mit einer Art, die nicht über ihr Reproduktionspotenzial arbeitet, sondern die eben über ihre Langlebigkeit und Überlebensfähigkeit der Individuen auch überleben kann und Nachkommen wieder kriegen kann. Das Management des Steinwildes heute ist einerseits recht einfach, andererseits sehr kompliziert. Vielleicht ein Blick zurück in die Geschichte. Wir hatten bei dieser Art eine beinahe Ausrottung durch eine massive Übernutzung im späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Diese Ausrottung ist tatsächlich als eines der wenigen Beispiele, wo eine Übernutzung zu so einer Ausrottung führen kann, dadurch entstanden, dass die Menschen einfach mehr in der Lage waren, diese hochalpinen Regionen zu erklimmen. Dass man, das hat sicherlich auch mit vielen sozialen Veränderungen zu tun zu der Zeit, dass man gleichzeitig aber auch bei dieser Tierart eine Menge, sagen wir mal, Produkte gefunden hat, die sehr wertvoll waren. Also man kann praktisch nichts, oder es gibt nichts beim Steinwild, was man nicht in der Apotheke verkaufen konnte. Die verschiedensten Körperteile, ob das Blut pulverisiert wurde, ob ein Knorpel, der praktisch im Herzmuskel saß, der so eine kleine kreuzförmige Struktur hat, der sich vermarkten ließ. Die Bezoare, also letztendlich die Magenkugeln bei den vielen Tieren, Ziegen vor allen Dingen, bilden sich Impansen
kugelförmige Strukturen aus versehentlich herabgeschluckten Haaren, verklebt mit Pflanzensäften und dergleichen mehr. Die bleiben dann so im Pansen liegen und wurden dann auch als ja, heilkräftige Medikamente der Naturheilkunde seinerzeit und der Volksheilkunde genutzt. Es gab also, wie gesagt, kaum etwas, was bei diesem Tier nicht in der Apotheke zu vermarkten war. Und die Menschen, die dann mehr und mehr in die Höhe strebten und die dann auch mit ersten Fernwaffen, also Bogen sowieso, aber auch Armbrust, diese Tiere erlegen konnten, haben tatsächlich fertiggebracht, diese Tierart zu übernutzen. Das ist ein seltenes Beispiel, wenn man im Grunde eine Tierart hat, die eben nicht auf Reproduktionsleistung ausgelegt ist, die keine natürlichen Prädatoren hat, dann kann man sie eben auch sehr schnell an den Rand der Ausrottung bringen durch eine nicht nachhaltige oder unkontrollierte Bejagung. Die Situation war dann tatsächlich Mitte des 19. Jahrhunderts so, dass wir nur noch einen kleinen Restbestand im gesamten Alpenraum hatten. Der befand sich im heutigen Gran Paradiso Nationalparkgebiet. Und man hatte das große Glück damals, dass sich zu der Zeit auch das Königreich Italien bildete. 1861, Gründungsjahr des Königreichs Italien, aus mehreren kleinen Fürstentümern. Das ist historisch eine ähnliche Situation wie 1871 in Deutschland. Und der italienische König war dann, Viktor Emanuel I. war es, glaube ich, war dann in der Situation, er musste jetzt irgendwas machen, was interessant war und was im Grunde sein Königtum irgendwo auch letztendlich gerechtfertigt hat. Und da hat er tatsächlich diese Tiere unter Schutz gestellt, diese Region unter Schutz gestellt. Und da ist der Gran Paradiso Nationalpark in seiner Urform praktisch entstanden. Und diese Unterschutzstellung und Bewachung dieser Tiere hat auch dazu geführt, dass dann dieser Bestand sich sehr schnell erholen konnte. Und von dieser kleinen Population aus hat sich dann praktisch diese heutige große Alpenpopulation durch einerseits selbstständiges Besiedeln des Alpenraums, aber vor allen Dingen auch in den frühen Jahren bis hin in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Wiederansiedlungsprojekte gebildet. Und es war eigentlich eine typische Situation für ein erfolgreiches Wiederansiedlungsprojekt. Das haben wir in verschiedenen Fällen und werden das auch bei den Prädatoren noch sehen. Wenn es einzelne wenige Faktoren für das Aussterben gibt, in dem Falle hier die Nutzung durch den Menschen, dann kann man auch eine Wiederansiedlung mit einem relativ hohen Erfolgsfaktor eigentlich annehmen, weil dann, wenn man diesen Faktor ausschaltet, diese Verfolgung durch den Menschen, werden die Tiere sich sehr gut wieder entwickeln. Beim Steinwild war das so, bei den Großpredatoren, da kommen wir später nochmal drauf, war das ganz ähnlich. Bei anderen Arten, wie den Raufußhühnern zum Beispiel, ist das anders, viel komplexer und deshalb auch eine Wiederansiedlung schwieriger. Kurzum, es hat sehr gut geklappt und heute ist eigentlich fast der ganze Alpenraum wieder mit Steinwild besiedelt. Die Population ist stabil und man kann diese Tiere auch regelmäßig wieder nachhaltig nutzen. Nicht in allen Ländern in Deutschland hat Steinwild im Moment, soweit ich weiß, noch ganzjährige Schonzeit. In Österreich wird es mit einer Quote jedes Jahr in den Revieren bejagt und das funktioniert eigentlich sehr gut. Im Gegenteil, so langsam kommt man in die Situation, dass eben auch Interessengruppen wie Forstleute Sorge haben, dass hier Verbissschäden jetzt auftreten, obwohl das Steinwild eigentlich nicht in den Waldbezirken sich aufhält, aber eben im Winter dann doch wieder mal. Und da ist die Sorge natürlich groß. Das heißt also, diese nachhaltige Nutzung ist sicherlich, solange sie nachhaltig ist, und das ist im Moment der Fall, auch gerechtfertigt. Interessant ist im Moment eine weitere Diskussion, die wir ja auch schon mal an einer anderen Stelle ein bisschen beleuchtet haben, nämlich aus dem Artenschutz heraus die Frage, welche Rolle spielt Hybridisation mit anderen Arten. Beim Steinwild ist es ganz niedlich, da kommt jetzt die Hausziege ins Spiel, weil in vielen Regionen der Alpen eben noch Ziegenhaltung im Gebirge betrieben wird. Die Ziegen werden praktisch mit Hirten dort heraufgebracht und gehütet oder auch sich selbst überlassen. Und diese Ziegen, die dann im Alpenraum auf die Weide geschickt werden, auf die Almweiden geschickt werden, die kommen natürlich auch mit Steinwild in Kontakt. Und hier hat es wohl, zeigen erste molekularbiologische Untersuchungen, auch Hybridbildungen gegeben. Das kann man jetzt natürlich wieder aus Naturschutzsicht weniger gut finden, weil man sagt, ja, es ist jetzt kein reines Steinwild mehr und die Wildeigenschaften gehen verloren. Auf der anderen Seite kann man es positiv sehen und sagen, ja gut, was ist eigentlich schlecht daran? Wir haben im Grunde eine Ziegenart, die mit der Hausziege, also einer anderen Ziegenunterart, sich vermischt hat
Und auch die Hausziegen, die dort im Alpenraum leben, sind sicherlich relativ gut angepasst an entsprechende Umweltbedingungen, sonst würden sie dort nicht lange Zeit auch weiden können. Und die genetische Variation im Steinwild ist interessanterweise auch gar nicht so niedrig, wie man hätte befürchten können bei dieser Wiederansiedlungsgeschichte. Und aus diesem Grunde könnte man es eigentlich, wenn man es, sagen wir mal, sehr pragmatisch sieht und sehr in Richtung Zukunft und Evolutionsfähigkeit einer Art sieht, als sehr positiv einschätzen und sagen, ja, warum nicht, ist ja gut, dass die Variation letztendlich auf die Art und Weise erhalten geblieben ist oder wieder in die Steinwildpopulation reingeraten ist. Deshalb ist man da im Naturschutz immer noch ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber aus, ich sag mal, Management-Sicht ist da sicherlich gar kein Fehler gewesen, solange man jetzt nicht das permanent und in großem Umfang weiter betreibt. Diese einzelnen Hybridereignisse dürften eigentlich kein Problem sein, im Gegenteil. Ja, so viel zum Steinwild. Und wir kommen jetzt weg von den Wildziegen zum Gamswild. Das Gamswild ist taxonomisch eine Art, die lange Zeit unklar war, wie man sie einordnen soll. Wir haben lange Zeit die Vermutung gehabt, es gehört eher zu den Antilopenverwandten. Davor war man eher der Meinung, es gehört doch eher zu den Ziegen. Mittlerweile ist man nach ersten molekularen Untersuchungen wieder der Meinung, es gehört doch wieder eher Richtung Wildziegen. Aber alles in allem muss man auch sagen, die molekularbiologischen Untersuchungen sind jetzt nicht unbedingt das Maß aller Dinge. Wir können im Grunde jetzt nicht wirklich sagen, ob bestimmte Varianten tatsächlich auch abstammungsbedingt sind oder ob die letztendlich nur eine zufällige Variation ergeben, die mit anderen, sagen wir mal, taxonomischen Gruppen parallel gelaufen ist. Das sind verschiedene Diskussionen, die man immer wieder führt, die man im Artenschutz auch immer wieder führt, die im Moment aber keine so große Rolle spielen. Gamswild, wie gesagt, keine wirkliche Wildziege, auch kein wirkliches Wildschaf, ist irgendwo dazwischen. Gams sind verbreitet, man kann übrigens der oder das oder die Gams sagen, das ist regional sehr unterschiedlich. Gams sind verbreitet natürlich in den Alpen, allerdings auch im Schwarzwald, das ist ganz interessant. Diese Teilpopulation im Schwarzwald scheint autochthon zu sein, also es gibt durchaus Literatur aus dem Mittelalter, wo der Schwarzwald als ein Lebensraum des Gamswildes auch beschrieben ist. Das heißt also, wir hatten hier offenbar eine Brücke von den Alpen bis zum Schwarzwald, als in der vergangenen letzten Eiszeit die Höhenlagen des Schwarzwaldes noch aus dem Eis hervorgeschaut haben. Und dort scheinen diese Tiere sich also auch mit dem Alpenraum ausgetauscht zu haben. Andererseits, auf der anderen Rheinseite in den Vogesen, haben wir ebenfalls Gamswild, das aber dort ganz klar anthropogen angesiedelt worden ist. Autochthone Vorkommen gibt es noch im Apennin, also im Grunde in italienischen Gebirgen, in den Pyrenäen, also in den spanisch-französischen Gebirgszug, in verschiedenen südosteuropäischen Gebirgen, in also praktisch die um das Mittelmeer herum sich befinden. Und wir finden eine weitere anthropogene Ansiedlung auf Neuseeland. Dort hat man ja in den vergangenen Jahrhunderten sehr viele Tiere aus Europa auch angesiedelt, weil gerade dort das Klima in vielen Aspekten auch mitteleuropäischem Klima sehr ähnlich ist. Während das Steinwild, wie eben beschrieben, ja eigentlich eine Art wirklich der Felslandschaften des Hochgebirges ist, der Region oberhalb der Waldgrenze ist, ist das Gamswild eigentlich eine Art, die praktisch um die Waldgrenze herum vorkommt. Also sie lebt dann entweder in den obersten Zonen der Wald, des Waldgürtels oder eben darüber. Im Winter zieht es sich dann praktisch tiefer in den Wald zurück und im Sommer lebt es im Grunde fast den ganzen Sommer auch oberhalb der Waldgrenze. Auf diesen beiden Bildern sehen Sie eigentlich die typischen Lebensräume, also einmal den alpinen Raum mit den Almen, mit den Matten, den Grasflächen letztendlich oberhalb der Waldgrenze und dann aber auch den Raum, wo der Wald sozusagen seinen obersten Fühler hin ausstreckt, um die Waldgrenze herum und etwas darunter. Es gibt auch Gams, die praktisch ihr ganzes Leben oder das ganze Jahr dann entsprechend im Bergwald verbringen. Man spricht von Waldgams. Es ist im Moment
in der Wissenschaft diskutiert, ob diese Waldgams tatsächlich einfach nur praktisch aus dem Bereich oberhalb des Waldgürtels nach unten drückt, zum Beispiel wenn die Population ansteigt, oder ob diese Waldgams tatsächlich ein Ökotyp ist, der eine bestimmte Anpassung an diese Region erfahren hat. Wenn es letzteres der Fall wäre, wäre das natürlich artenschutztechnisch relevant. Man müsste eben gucken, was muss man für diese Tiere unternehmen, um sie zu erhalten. Wenn es nur eine sozusagen überbordende Population, die sich von oberhalb der Waldgrenze nach unten zieht, ist, dann ist das jetzt kein so großes Problem. Wir werden das gleich noch besprechen. Das Ganze spielt natürlich eine relativ große Rolle bei der Diskussion um die Bejagung der Gams, gerade vor dem Hintergrund der Schutzwaldsanierung. Ja, ein paar Verhaltensweisen sollten wir an der Stelle noch erwähnen. Gamswild ist eine sehr soziale Tierart. Sie leben auch großenteils nach Geschlechtern lose getrennt, sicherlich nicht so intensiv getrennt wie das Steinwild. Wir sprechen vom sogenannten Scharwild. Das sind die weiblichen Individuen, die Geißen und die Kitze, die in Rudeln, auch in größeren Rudeln zum Teil, zusammenleben. Und die Böcke leben meistens etwas separat davon, in etwas lose assoziierten Gruppen. Gelegentlich finden wir auch einzelne lebende ältere Böcke. Gamswild ist, wie das Steinwild auch, tagaktiv. Das ist im Grunde selbstverständlich und normal, weil man kann sich vorstellen, im hochalpinen Lebensraum, wenn die da rumklettern müssen, dann ist es schon gut, wenn sie einfach gucken, wo sie hintreten. Und in der Nacht ist das meistens dann eher nicht so gut möglich. Deshalb ist Tagaktivität eigentlich ganz typisch für diese beiden hochalpin lebenden Arten. Sie sind durch optische Signale sicherlich auch sehr gut miteinander in Kontakt, aber auch durch zahlreiche Lautäußerungen. Gamswild zeigt also ein ganzes Spektrum an Lautäußerungen, vor allen Dingen Meckern, ähnlich wie es die Ziegen tun, in verschiedenen Tonhöhen als typischen Kontaktlaut. Und dann gibt es eben einen Warnlaut, das Pfeifen. Dieses Pfeifen ist auch ganz interessant, weil sich da in der Ökologie des Hochgebirges auch eine Kommunikation zwischen Arten entwickelt hat. Dieser Warnpfiff der Gams wird auch von anderen Arten wie Steinwild, wie Murmeltier, einschließlich auch wie Rotwild, verstanden. Und umgekehrt pfeift auch das Murmeltier zum Beispiel als Warnlaut oder das Steinwild. Und das ist dann auch wieder durchaus die gleiche Frequenz oder eine ähnliche Frequenz und wird auch genauso verstanden von allen anderen Arten. Das heißt, dieser Warnlaut ist artübergreifend, hat er sich evolviert. Die Nahrungsansprüche, die Äsungsansprüche sind so, dass man sagen kann, Gams ist auch im Grunde ein Mischäser, allerdings an den entsprechenden hochalpinen Lebensraum angepasst. Das heißt, verschiedenste Kräuter, verschiedenste Gräser, verschiedenste Pflanzenteile von Zwergsträuchern. Im Winter greift man dann eben auch mal auf Flechten, auf Moose, aber eben natürlich auch im Wald auf Knospen und Nadeln zurück. Und das ist das, was der Förster natürlich relativ ungerne sieht. Das heißt also, wir finden in der Waldregion, dort wo Gams sich im Winter einstellt, im Bergwald und auch in den Verjüngungen, durchaus Verbiss an Knospen, der demjenigen des Rehwildes durchaus ähnlich sieht. Und das ist eben durchaus im Moment ein Teil des Konfliktes. Die Fortpflanzungszeit liegt auch beim Gams im Hochwinter, auch interessant hier. November, Dezember ist auch beim Gams die Brunftzeit. Die Tiere kommen relativ spät in die Geschlechtsreife, im dritten Lebensjahr, also etwas früher als das Steinwild, aber immer noch vergleichsweise spät. In der Zeit suchen die Böcke ganz aktiv die Weibchen. Dieses Suchen ist natürlich bei hohen Schneelagen auch sehr kraftraubend und sehr anstrengend. Und beim Gams ist es tatsächlich so, dass die höchste Mortalität in der Population bei den mittelalten, gesunden Böcken liegt, was eigentlich ausgesprochen ungewöhnlich ist im Tierreich. Normalerweise haben wir im Tierreich eine hohe Mortalität bei den Jungtieren. Also das geht dann los kurz nach dem Geborenwerden und nimmt dann mit zunehmendem Alter ab. Und die geringste Mortalität ist dann eigentlich bei den mittelalten Individuen. Und die Mortalität steigt dann im Sinne einer Badewannenkurve praktisch wieder an zum Ende des Lebens hin, wenn dann die
alten oder sehr alten Tiere ihr Lebensende erreichen. Beim Gams ist das eben genau andersrum, da liegt die höchste Mortalität in dem vitalen Teil der Population, kann man sich merken, ist ein außergewöhnliches Phänomen. Rivalenkämpfe gibt es gelegentlich auch, ist immer deutlich seltener als beim Steinwild. Die Verluste treten eben im Wesentlichen einfach durch eine Entkräftung bei der Suche nach dem weiblichen Wild auf. Die Geiß setzt dann im Mai typischerweise ein Kitz, selten auch mal zwei Kitze. Auch hier, ähnlich wie beim Steinwild natürlich, das Grundprinzip auf einen Kitz lässt sich schon schwer genug aufpassen. Wobei beim Gams ist das nochmal ein bisschen differenziert zu sehen, weil dort gibt es ein Phänomen, was auch ähnlich beim Rotwild beschrieben worden ist. Wir finden dort die Betreuung von einer größeren Gruppe von Kitzen im Sinne eines Kindergartens durch ältere oder mittelalte weibliche Individuen, die also dann nicht unbedingt die Mutter dieser Kitze sein müssen. Also diese Delegation von Kinderbetreuung finden wir beim Gamswild ganz ausgeprägt. Und auch ausgeprägt ist beim Gamswild das Spielverhalten, auch das ist durchaus im Vergleich zum Rotwild. Die Tiere lernen also in einer sehr intensiven Phase des Spielverhaltens in ihrem ersten Lebensjahr einiges, was sie in dem Biotop, in dem sie leben, eben können müssen und was sie dort auch beherrschen müssen. Die Hornträger haben ja anders als die Geweihträger, wie der Name schon sagt, Hornschläuche als Stirnwaffe. Beim Steinwild sind das solche Hornschläuche, beim Gams ist es das Gleiche. Beide Geschlechter tragen solche Hörner. Beim Gamswild heißen diese Hörner Krucken. Und man kann an diesen Hörnern durchaus das Geschlecht unterscheiden. Da haben wir einen Geschlechtsdimorphismus. Wir sehen zum Beispiel hier das Haupt einer Gamsgeiß. Da ist es eigentlich ganz typisch, dass diese Krucken in ihrer Hakelung, also in diesem Winkel, den sie hier oben machen, in etwa einen rechten Winkel bilden, so einen gedachten, oder sie gehen manchmal noch ein bisschen weiter hier runter, aber nicht viel. Das ist eigentlich ein typisches Bild einer älteren Gamsgeiß. Wir sehen hier einmal einen Gamsbock. Ich muss mal gucken, was wir hier drauf bekommen, ganz gut auf diesem Präsenter. Wenn man so von der Seite schaut, sieht man einmal sehr schön diese stärkere Hakelung hier, die dann praktisch fast einen 180-Grad-Bogen hier beschreibt. Und während es bei der Geiß dann mehr ein 90-Grad-Bogen ist. Und wir können hier ein weiteres interessantes Bild dran zeigen, das kann man jetzt hier aufgrund der Spiegelung nicht so ganz gut erkennen, nämlich das Wachstum im Laufe des Lebens. Im ersten Lebensjahr ist das größte Wachstum, wir sehen also hier einen Jahrring, und wir sehen hier unten, mal gucken, ja, den sieht man jetzt nicht so gut, sitzt hier etwa im zweiten Jahrring. Das heißt, man kann also hier im Grunde das erste Lebensjahr, das zweite Lebensjahr sehr gut differenzieren. Im ersten Lebensjahr war das ein recht ausgeprägtes Wachstum, im zweiten Lebensjahr ein eher nicht so ausgeprägtes Wachstum. Das kann man dann auch sehr schön zum Alters bestimmen. Eigentlich in den ersten 4-5 Lebensjahren kann man sehr gut das Alter daran abzählen. In den späteren Lebensjahren dann, wenn man praktisch hier an der Krückenbasis nur noch millimeterweise Ringe findet, die dann immer kürzer werden, immer schmaler werden, dann ist es mit dem Alter, man kriegt das hin, aber es ist dann eben ein ziemliches Gesuche, ist es nun noch ein Ring oder ist es keiner. Also die ersten Lebensjahre sind eigentlich sehr gut abschätzbar, die späteren Lebensjahre wird dann immer schwieriger, aber sie sind hier abzuzählen. Und ein weiteres Phänomen des Geschlechtsdimorphismus ist die Form, also ist praktisch die Form der Schläuche. Bei den Gamsböcken kann man sagen, dass diese Krucken, ich jetzt nochmal reinhalte, praktisch hier dieser Umfang eher rund ist. Und bei den Geißen kann man sagen, dass dieser Umfang eher oval ist, so wie man hier von oben, ich habe schon mal, also jetzt hier einen Querschnitt machen würde und hier von oben drauf blicken würde. Und dann nochmal zum Verdeutlichen hier nochmal, wie gesagt, der Winkel, also ganz Geiß etwa so, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ganz Bock etwa so.
Ja, die Jahrringe hatte ich erwähnt, die sind durch das reduzierte Wachstum der Krocken im Winter letztendlich bedingt. Und wie auch schon erwähnt, bis zum vierten Lebensjahr ist eigentlich das größte Wachstum. 4-5 Jahre lässt sich eigentlich noch fast blind an der Krocke erkennen. Danach muss man dann sehr präzise zählen. Das hier ist ein Grams Kids, wo dann praktisch die Krocken oder ein Jährling, wo dann die Krocken hier ihr Wachstum im ersten Jahr zeigen, was dann noch deutlich unter der Lauscherhöhe ist. Ja, wie gehen wir mit der Gams um im Management? Ich hatte es schon erwähnt, sie wird bejagt mit verschiedensten Jagdarten, mittlerweile zunehmend auch mit Rückstöberjagden oder Regeljagden. Das ist dann ein Problem der Beunruhigung im Lebensraum natürlich immer wieder. Ein viel größeres Problem ist aber im Moment das Thema Gams und Schutzwaldsanierung. Wer von Ihnen mehr Interesse an dem Thema hat, der kann sich im Moment an die Deutsche Wildtierstiftung wenden. Dort ist gerade ein Projekt abgeschlossen worden, beziehungsweise der Abschlussbericht eines Projektes zum Thema Gams im Alpenraum erschienen als gedruckte Fassung. Wenn Sie Interesse haben, schreiben Sie mal hin. Und dort wird man sicherlich so einen Bericht auch schicken. Denn wir haben hier ein Thema, welches sich ein bisschen parallel zum Thema des Umgangs mit anderen Wildwiederkäuern im Flachland oder Mittelgebirge auch entwickelt hat. Wir haben zurzeit in den Schutzwaldgebieten, das sind auch die Gebiete, die eine permanente Waldbestockung in Zukunft erfahren sollen und erreicht werden soll dort, aus verschiedenen Gründen, vor allem Lawinenschutz. Dort hat man allerdings im Moment so ein bisschen die Vorstellung, man müsste jetzt also diesen Gamsbestand massivst reduzieren oder gar auf Null bringen, um diesen Schutzwald letztendlich entwickeln zu können. Das alte Problem, dass man im Grunde forstliche Interessen, die hier so ein bisschen auch unter ja, dem Signet allgemein Interessen segeln, das stimmt zum Teil, das stimmt zum Teil auch nicht. Das ist also ein differenziertes Thema. Diese Schutzwaldsanierung wird im Moment gerne zum Vorwand genommen, muss man sagen, um Gamswild auf eine Art und Weise zu bejagen, die dann eben aus Artenschutzsicht und aus Tierschutzsicht eher fragwürdig ist. Es kommt zu massiven Schonzeitaufhebungen. Es wird also praktisch dann in den Wintermonaten auch gejagt. Das ist im Grunde sowohl ökologisch großer Unfug, weil ich damit, wir hatten das beim Rotwild ja besprochen, Professor Arnold und sein Team in Wien haben da sehr intensive Untersuchungen zu gemacht, weil dieser Ruhezustand, der im Winter normalerweise erreicht wird und der beim Gams ja durchaus auch erreicht werden kann, weil dort, wo das Gams lebt im Winter, zumindest regional auch wirklich Ruhe herrschen kann. In anderen Regionen, wo dann Heliskiing betrieben wird und Ähnliches, natürlich nicht, aber selbst die Tiere, die Ruhe haben könnten, werden durch die Jagd im Moment permanent unter Stress gesetzt und das führt eigentlich zu mehr Verbiss statt weniger Verbiss. Also auch hier haben wir das klassische Problem, dass man im Grunde versucht, Schäden im Wald, die ja durchaus nicht wegdiskutiert werden sollen, die ja auch da sind, aber man versucht sie im Grunde monokausal herzuleiten und sagen, okay, die Fraßanwirkung des Wildes ist das Entscheidende und wenn das Wild reduziert wird, dann lässt die Fraßanwirkung nach, damit macht man es sich einfach zu einfach und setzt eigentlich auf ein Prinzip, welches in der Vergangenheit schon zumindest in vielen Teilen gezeigt hat, dass es eben nicht wirklich funktioniert und vernachlässigt einfach andere Prinzipien und vernachlässigt vor allen Dingen natürlich auch den nachhaltigen Umgang mit der Art und darauf müsste man im Grunde in Zukunft achten, dass sich da wieder was zum Besseren tut, auch für das Gamswild in Alpenraum insgesamt. Ansonsten kann man sagen, im Alpenraum gibt es, da hatten wir jetzt im letzten Herbst eine ganz interessante Tagung, gibt es verschiedene Tendenzen. Also es gibt Regionen, wo das Gamswild durchaus zunimmt und es gibt Regionen, wo das Gamswild durchaus abnimmt. Es gibt dann Regionen, wo das Gamswild zum Beispiel auch von der Räude befallen wird und dadurch dezimiert wird. Also die gesamtalpine Sicht ist relativ differenziert, aber nichtsdestoweniger sollte man im Grunde darauf achten, dass auch lokal jetzt, wenn man es bejagt, auch eine nachhaltige Bejagung gewährleistet ist. Die
Nächste Tierart, über die wir uns unterhalten, auch die ist vom Management her relativ differenziert. Das werden wir alles auch noch im Modul Wildtiermanagement uns näher zu Gemüte führen. Aber ein paar Sätze werde ich da auch noch heute zu sagen. Die nächste wichtige Art ist das Mufflon. Das Mufflon ist ein Wildschaf, Ovis ammon. Ovis ammon ist eine Großart, kann man sagen. Diese Großart umfasst verschiedenste Wildschafunterarten weltweit. Diese Wildschafe haben eine zirkumpolare Verbreitung. Was bei uns in Mitteleuropa das Mufflon ist, ist beispielsweise das Agali in den zentralasiatischen Gebirgen oder ist das Dickhornschaf in den Rocky Mountains, in den nordamerikanischen Gebirgen. Das heißt, auf der gesamten nördlichen Hemisphäre kommen solche Dickhornschafe vor und das Mufflon ist praktisch eines davon. Das ist die Lesart, mit der wir uns hier auseinandersetzen, mit der wir arbeiten. Alles andere würde dann wieder mit der Operationalität des Artbegriffes kollidieren. In Mitteleuropa ist das Mufflon von Menschen angesiedelt, ist also ein Neozoon. Seine Heimat hat es in der Form, wie wir es hier kennen, auf zwei Mittelmeerinseln, auf Korsika und Sardinien. Wie es dorthin gekommen ist, das ist eine sehr interessante und auch in vielen Punkten im Dunkeln liegende Geschichte. Es gibt im Grunde zwei Hypothesen. Zum einen sagt man, es ist im Grunde irgendwo im Kleinasien entstanden, entweder ein gezähmtes Wildschaf, welches dann von frühen Siedlern entweder über das Mittelmeer per Schiff oder über die, nennen wir es mal Balkanroute, auf dem Landweg auf die Mittelmeerinseln gekommen ist, die damals vor mehreren tausend Jahren, wenn man sagt vor 5.000 bis 10.000 Jahren etwa, die damals auch noch durchaus längst nicht so weit im Mittelmeer draußen lagen und sogar noch Landberührung hatten. Das heißt also, das wäre die eine Hypothese. Die andere Hypothese ist es, dass es ein Hausschaf in einem frühen Stadium der Domestikation in Kleinasien gewesen ist. Sei es, was es will, Tatsache ist, dieses Mufflon, wie es heute existiert, ist im Grunde ein Wildschaf, was eben auf verschiedenen Mittelmeerinseln im Mittelmeerraum existiert. Auch auf Zypern gibt es Mufflons. Die unterscheiden sich alle so ein bisschen. Man könnte auch von verschiedenen Unterarten sprechen. Und allgemein ist eigentlich die Anpassung an Karstlandschaften, an felsige Karstlandschaften. Es braucht steinige Böden, das ist wichtig zur Abnutzung der Klauen, also der Schalen. Und wir müssen davon ausgehen, dass eben die klassischen Tieflandbiotope mit oft feuchten Regionen, mit weichen Böden für das Mufflon eher weniger geeignet sind. Man muss allerdings dazu auch sagen, dass dieses Auswachsen der Klauen, also der Schalen auswachsen, als Phänomen nicht nur an weichen Böden hängt. Es gibt verschiedene Gründe dafür, die auch noch in ihrer Bedeutung diskutiert werden. Ein weiterer Grund dafür kann sein, dass die Tiere eine bakterielle Erkrankung, sogenannte Moderhinke, sich zugezogen haben. Die führt dann auch zu Deformationen der Schalen. Und eine dritte Hypothese ist eigentlich die, dass man sagt, wenn durch das jagdliche Management die Tiere sehr stark in Richtung kräftiges Hornwachstum, nämlich nach der Trophäe, selektiert werden, dann bedeutet das natürlich auch, Hornwachstum ist ja etwas, was am ganzen Körper stattfindet, eben auch an den Schalen. Und wenn die Trophäe eben sehr ausgeprägt ist und sehr schnell wächst, dann wachsen die Schalen auch entsprechend schnell. Also das könnte auch eine Rolle gespielt haben. Was von diesen drei Möglichkeiten im Einzelfall zutrifft, muss man dann im Einzelfall auch immer prüfen, das kann man nicht generell sagen. Tatsache ist, man sollte diese Tiere eben nicht unbedingt in Lebensräumen belassen, die wirklich von Feuchtwiesen, von Sümpfen, von ähnlichen Biotopen gekennzeichnet sind, sondern tatsächlich eher auf den härteren Böden hegen und managen. Ob das à la longue eine Option noch bei uns ist, wird man sowieso sehen, weil da kommen wir gleich mal drauf, das Thema Großprädatoren spielt hier auch eine Rolle. Muffelwild lebt auch sehr sozial, lebt gesellig in größeren Verbänden, zum Teil in sehr großen Verbänden. Auch hier wieder ganz ähnlich. Jüngere Widder, Lämmer und weibliche Individuen stehen oft zusammen.
Die älteren Witter stehen oft solitär oder eben in kleineren Trupps beieinander. Muffelwild ist zunächst mal auch zirkadian aktiv als Wiederkäuer, hat also praktisch so einen Tag-Nacht-Rhythmus, ist auch sehr gerne tagaktiv. Wir finden es im Grunde in, dort, wo es nicht beunruhigt und dort, wo es nicht intensiv bejagt wird, auch sehr häufig am Tage, auch auf Wiesen zum Äsen. Auch beim Mufflon haben wir einen meckernden Kontaktlaut und einen Pfiff als Warnlaut. Mufflons sind ebenfalls Mischäser, das heißt also auch sie stehen praktisch irgendwo zwischen dem, den Neuwelthirschen als Konzentratselektierer wie dem Rehwild und am anderen Ende den Rindern als Grasfresser. Allerdings haben die Mufflons durchaus eine Tendenz ein bisschen zum Grasfresser. Das heißt, sie sind in der Lage, faserhaltige Nahrung sehr gut aufzuschließen. Dementsprechend äsen sie auch bestimmte Pflanzen, die andere Schalenwildarten nicht äsen. Wir denken an Brennnesseln, wir denken an Ginster, ansonsten natürlich das ganze Spektrum an Gräsern und Kräutern, Waldfrüchten und auch Laub- und Nadelholzknospen und Trieben, wie die anderen Wildwiederkäuer auch. Dazu kommt, dass auch gelegentlich Mufflons an Bäumen schälen. Das ist jetzt nicht in dem Umfang, wie das beim Rotwild der Fall ist, aber es gibt zumindest Bestände, wo das mehr verbreitet ist, Bestände, wo das gar nicht vorkommt. Woran das liegt, ist auch noch ganz interessant, ob das jetzt eine genetische Komponente hat oder ob, wie man es in letzter Zeit immer häufiger vermutet hat, eher ein Lerneffekt war. Also irgendwann fängt ein Schaf mal damit an und dann machen es alle. Das merkt man ja auch durchaus bei Hausschafen, wenn dann solche Tiere bestimmte Unsitte erlernt haben. Dann hat der Rest des Bestandes das oft auch sehr schnell drauf. Die Brunft ist ebenfalls im Spätjahr, im November, Dezember. In der Zeit würden dann die starken Witter andere Witter versuchen, vom Rudel auch zu vertreiben, nur noch die jüngeren, geringeren Witter zu dulden. Zwischen älteren Wittern gibt es eben sehr ausgeprägte Brunftkämpfe, die aber ebenfalls, wie bei den anderen Bovidenarten, keine Beschädigungskämpfe sind, sondern letztendlich ritualisierte Kämpfe sind. Es ist beim Mufflon halt sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man im abendlichen Novemberwald dann wirklich dieses laute Krachen hört, wenn diese beiden Muffelwitter mit ihren Hörnern aufeinanderprallen. Die entwickeln da auch sehr hohe Energien bei diesen Brunftkämpfen. Man hat auch festgestellt, dass das Skelett des Mufflon so aufgebaut ist und auch der Schädel so aufgebaut ist, dass diese Energie praktisch über den gesamten Skelettapparat abgeleitet werden kann, dass also damit keine bleibenden Schäden im Gehirn entstehen, dass also keine Gehirnerschütterung entsteht. Und dass hier also diese hohe Energie nicht allein auf dem Kopf beschränkt bleibt, das ist eine ganz interessante morphologische und anatomische Beobachtung. Also Mufflon setzt sehr früh seine Lämmer, auch früher als die Kitze der anderen und Kälber der anderen Schalenwildarten. Die Muffellämmer sind Nestflüchter, folgen auch sofort der Mutter. Und es kann auch gerade dieser Frühsetzzeitpunkt kann dazu führen, dass bei einem frühen Verlust des Lammes das Muttertier nochmal nachbrunftig wird und im Frühsommer nochmal beschlagen wird und dann im Herbst nochmal erneut ein Lamm setzt. Das hat natürlich dann relativ schlechte Chancen in einem harten Winter. Dieses Frühsetzen führt auch dazu, dass Muffellämmer im Grunde im Herbst schon relativ weit entwickelt sind und es gibt eben durchaus die selteneren zwar aber Fälle, dass sich praktisch die Lämmer im ersten Winter schon an der Brunft beteiligen, wobei das, wie gesagt, die Ausnahme ist. Normalerweise treten erst die Schmalschafe, also die Tiere im zweiten Lebensjahr, dann in die Brunft mit ein. Diese Horngebilde, die sogenannten Schnecken, wachsen beim Mufflon, ja, deshalb der Name Schnecken, auch zirkulär praktisch. Die Widder tragen Hörner, die Schafe tragen nur sehr selten Hörner. Das ist so ein bisschen schon eine Ausnahme für die Boviden. Das ist hier beispielsweise mal ein Schaf, ein Mufflon-Schaf. Die dortigen kleinen Hörner werden auch nicht viel länger, das tragen die dann lebenslang. Deshalb heißen sie im Grunde in der Fachsprache auch sogenannte Stümpfe. Das ist aber eben, wie gesagt, die Ausnahme. Man darf die dann eben nur nicht mit
Muffel-Lämmern verwechseln als Jäger. Das kann dann kritisch werden. Die Widderlämmer beginnen auch schon im Alter von 3 bis 4 Monaten dann mit dem Schieben der Schnecken, sodass auch ein Widderlamm in einem jungen Alter solche kleinen Hörnchen hat, die dann aber sehr schnell weiter wachsen. Und beim Widder kann man in etwa sehen, wo praktisch die jahrigen Grenzen sind. Hier ist der Pfeil jetzt ein bisschen verschoben, der müsste eigentlich ein bisschen, ist eigentlich ein bisschen tiefer, also irgendwo hier sieht man den Jahrring des ersten Lebensjahres, hier könnte er sein. Und hier oben sieht man sehr deutlich den Jahrring des zweiten Lebensjahres. Das heißt also, hier haben wir es mit einem viel kräftigeren Hornwachstum als bei den weiblichen Tieren, sofern sie überhaupt Hörner haben, zu tun. Der Querschnitt dieser Widderhörner ist zunächst zweischneidig und wird dann später hier vor allem zur Basis hin auch dreieckig. Dann hier unten kann man die so als dreieckige Gebilde sehen und wachsen praktisch, ja, wie schon gesagt, kreisförmig, zirkulär. Auch hier lässt die Entwicklung oder das Wachstum natürlich im Alter nach. Ab 6 bis 8 Jahren ist das Wachstum dann nur noch auch wieder in praktisch millimeterweisen Schüben nachweisbar. Und die Gesamtlänge dieser Muffelschnecken nimmt dadurch dann auch wieder ab, weil die Abnutzung an den Spitzen, nämlich hier vorne, die ist natürlich auch vorhanden und die wird irgendwann mal größer als das Wachstum, was dann von der Basis her, von hier unten her nachfolgt. Also Hörner wachsen immer hier von der Basis her. Außer den echten Jahrringen finden wir natürlich Schmuckwülste. Das sind diese vielen Ringe, die wir hier sehen. Die haben natürlich mit dem Alter nichts zu tun. Jahrringe sieht man eigentlich dann so schön, wo sich dann praktisch diese beiden Hornteile so ein bisschen wie ineinander schieben. Ja, das Management beim Mufflon, wie schon gesagt, das ist auch ein Thema, was wir eigentlich dann nochmal im 5. Semester uns näher zu Gemüte führen müssen. Ist ein ganz interessantes Thema. Wir haben das Mufflon hier in Mitteleuropa seit dem 19. und frühen 20. Jahrhundert vor allen Dingen. Die Ansiedlung hat oder wo erfolgte zunächst mal durch naturschutzinteressierte Bürger, die einfach eine Freude an einer zusätzlichen Art hatten, die sich vielleicht auch überlegt haben, gut, vor der letzten Eiszeit gab es Wildschafe bei uns, warum soll es die nicht heute wiedergeben? Das war im Grunde eine Phase, wo man sehr intensiv darüber nachdachte, einfach die heimische Fauna zu vielfältiger zu machen. Das war eigentlich der Grund. Später kamen dann natürlich auch jagdliche Interessen dazu. Und heute haben wir eine Situation, dass wir eigentlich einen Großteil des Genpools dieses Mufflon in Mitteleuropa außerhalb der einheimischen oder der Originalgebiete wie Korsika und Sardinien oder Zypern haben, sondern die meisten Mufflons leben außerhalb dieser Region in Mitteleuropa. Man könnte das heute als so eine Art sehr groß angelegte Ex-situ-Generhaltungsmaßnahme sehen, denn wir wissen auch, dass auf Korsika und Sardinien das Mufflon sehr stark gefährdet wird, obwohl es im Grunde dort bedroht ist, aber es wird dort gewildert. Man kümmert sich nicht wirklich auch um die Lebensräume, sodass wir im Moment eigentlich die Überlebensfähigkeit dieser Unterart durch die mitteleuropäischen Bestände garantiert haben. Die werden hier bejagt, zum Teil sehr intensiv bejagt. Auch hier gibt es durchaus Interessenkonflikte. Forstleute wollen das Mufflon am liebsten gar nicht im Wald sehen. Jäger sehen sich dann eher als Anwalt dieser Tierart. Es wird auf verschiedene Art und Weise bejagt, da kann man vielleicht mal ein paar Sätze zu sagen. Typischerweise ist die Pirschjagd beim Mufflon gar nicht so unergiebig, zumal der Ansitz aufgrund einer recht unsteten Lebensweise oft nicht wirklich zum Erfolg führt. Und die Drückstöberjagden, die in den letzten Jahren sehr intensiv auf diese Tierart durchgeführt werden, haben einen ganz massiven Nebeneffekt auch gehabt. Die Tiere haben sich nämlich weiter verbreitet. Mufflons haben sich eigentlich normalerweise halten, die sich sehr gut in ihrem Lebensraum, wo sie ausgebracht worden sind, weil sie Flüsse typischerweise nicht überqueren und weil sie auch Straßen typischerweise nicht überqueren, also Asphaltstraßen. Aber durch eine Drückstöberjagd kommen die natürlich in Bewegung, kommen in Panik, überqueren diese Strukturen. Und wenn sie das dann einmal gemacht haben, dann machen sie es auch später wieder und damit wird der Lebensraum peu à peu auch ausgeweitet. Also hier ist so ein bisschen ein hausgemachtes Problem auch vorhanden.
Und ein weiteres Thema beim Mufflon ist die Frage der Wiederbesiedlung oder auch Wiederansiedlung durch große Prädatoren oder von großen Prädatoren. Man hat das im Harz bei der Ansiedlung des Luchses zum ersten Mal gemerkt, dass das Mufflon deutlich intensiver vom Luchs dezimiert wird, als es andere Schalenwildarten tun. Und die nächste Stufe ist dann im Grunde der Wolf. Dort, wo der Wolf sich wieder ansiedelt, verschwindet das Mufflon eigentlich, weil es beide, den Luchs wie den Wolf, als bodengebundene Prädatoren in den heimischen Inseln, also auf Korsika und auf Sardinien oder auf Zypern, nicht kennt und sich praktisch auch in den letzten Jahrtausenden an diese Tierarten nicht anpassen konnte. Dort ist es an den Steinadler eher angepasst. Man sieht das auf dem Fluchtverhalten. Mufflons stellen sich dem Prädator und werden natürlich dann von ihm getötet, während es bei der Flucht zum Beispiel sehr oft auch nach oben äugt, weil dort der Prädator eigentlich aus der Luft erwartet wird. Das heißt also, wir haben hier eine fehlende Angepasstheit an die großen bodengebundenen Prädatoren und das führt im Grunde dazu, dass dort, wo Wölfe, aber im Grunde auch Luchse auftreten und standhaft auftreten, dauerhaft auftreten, die Muffelteilpopulationen, die Muffelbestände verschwinden. Wie man damit in Zukunft umgeht, das ist eine sehr interessante und bis heute nicht wirklich gelöste Frage. Das werden wir uns aber im Wildtiermanagement nochmal genauer anschauen. So, das war es im Grunde einmal für heute und zum anderen auch mit den Paarhufern. Das heißt, wir verlassen jetzt das große Thema der Paarhufer und beschäftigen uns beim nächsten Mal mit den Hasenartigen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Veranstaltung weiterhin und einen schönen Tag.